Und jetzt geht's ab, geht's ab. Ich hab den Pulli an, Mann. Ich hab den Pulli an, Mann. Ich
ich hab den Pulli, ich hab den Pulli, ich hab den Pulli, ja Mann. Thomas hat den Pulli, ja Mann. Smudo hat den Pulli, ja Mann. Dios hat den Pulli, ja Jets. Und Smudo hat den Pulli, dick. Es gibt zu viele Dinge, die um einen rum passieren. Man kann nicht alle fahren, nee, das muss man akzeptieren. Dann bin ich das große Schwell, denn alle mehr. Er hätte auch verloren, wenn er nicht wie einer wäre. Hinter den Kulissen kämpft man mit harten Bandagen. Das Thema ist das gleiche, man sieht nur andere Visagen. Über Image und denken, was man will und was man kann. Und das erwartet werden dicken Pulli an, Mann. Ja. Ich hab den Pulli an, Mann. Swing. Ich hab den Pulli an, Mann. Swing. Ich hab den Pulli, ich hab den Pulli. Ich hab den Pulli an, Mann. Bang. Ich hab den Pulli an, Mann. Ich hab den Pulli an, Mann. Ich hab den, ich hab den, ich hab den Pulli an, Mann. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bahn. Ich muss dir jetzt erzählen, was so widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv und ich bin Optimist. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Am Samstag in der Diskothek ist ich die Kurve knallen. Ich stand da so dabei, wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht und was ausgemacht. Uns nochmal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Und hast du sie ausgeführt? Ja, gehört ja wohl dazu. Sie ist so elegant, sie hat doch alle Hand. Ich sollte sie doch nicht mal treffen, denn ich find sie sehr charmant. Ist die da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die ohne dicken Pulli an was? Nein, es ist die Frau. Toi, 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 du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue, ich selber bin auch froh. Und falls es euch interessiert, mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Es war Sonntag, ich trinke Tee in einem Café. Und als ich diese schöne Wesen an der Tresen stehen sehe, geselle ich mich dazu und hab einen Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich Geld, doch alles lief wie geschmiert. Was mach ich mit Sorgen? Wir reden und verabreden uns für übermorgen. Ich wollte mit ihr ins Kino gehen, schnell essen, wann wir essen. Denn sie hatte den Film schon gesehen, ich hielt's für angemessen, sie ins Restaurant zu führen, separé mit Kerzenlicht. Und hat sie dann die Rechnung bezahlt? Natürlich nicht, doch sie sagte zu mir noch, dass wir jetzt miteinander gehen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. Ist es die da, die da am Eingang steht? Ja. Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli anhört? Nein, das ist die Frau. Die da, die da, die da, die da. Dafür hat meine jetzt neue Klamotten im Schrank. Ey, bei mir kam sie neulich mit neuen Teilen.